Recht herzlich willkommen zur 142. Folge von City Skylines. Ja, wir sind drinnen. Der MAZ hatte mir geschrieben, ich soll als erstes mal ordentlich Krematorium machen. Und das nächste, was ist das Budget, was ich als erstes anfange, für die Gesundheit wieder hochzuschrauben? Einfach aus dem Grunde, weil damit auch die, sag schon, Beerdigungsinstitute etc. damit verbunden sind, ne? Und Friedhöfe und so. Deswegen müssen wir das hochmachen. Sieht aber gerade relativ gut aus, wie man sieht. Es geht wieder aufwärts. So, und dann machen wir das. Und es ist nur die Frage, wo wir die hinstellen, ne? Ich würde so gern schon ein bisschen zentrieren und gucken. Hier irgendwo wäre ganz nett, ne? So, Gesundheitswesen, Krematorien hier. Und die Friedhöfe soll ich dann auch reduzieren im Endeffekt. Achso, das war nur eine Eisenbahn. Beziehungsweise. Ja, die kann man überall hinstellen, ne? Die machen ja jetzt irgendwie nicht so umweltmäßig Dreck oder sowas. Dann gehen wir doch mal da rein. Jetzt ist Geld alle, oder wie? Ne, noch nicht. Gesundheit, Friedhofsauslastung 49% ist da, okay. Könnte man eigentlich schön kleine Ecken mit ausfüllen, ne? Da hatten wir gerade was hingesetzt. Hier ist irgendwie ein neues Symbol zu sehen. Ich weiß nicht, was es ist. Ja, müssen wir gleich mal gucken. So, da. Also ganz viele brauche ich, hat der MRZ gesagt. Machen wir dann mal. Da geht's nicht hin. Dann machen wir es dahin. Hier rechts ist noch Platz. Hier kurz vor der Brücke. Hier hinten kann auch noch was hin. Friedhöfe soll ich dann froh 10.000 einmachen. Da will er nicht. Jetzt das Geld alle? Ja, jetzt ist das Geld alle. Gut, das läuft schon mal wieder, aber hier sieht es noch gerade wieder schlecht aus. Werden wieder weniger Leute. Krematorien sind am Anschlag. Verstorbene sind an Kapazität 1680. Jetzt sind wir schon mal dreimal so viel. Fast. Also eins will ich noch bauen dann. Dafür müssen wir gerade noch ein paar Mark kriegen. Eins will ich noch bauen. Komm schon. Aber das kostet ja auch wieder Unterhalt, ne? Das ist das nächste. Steht das dabei? Unterhalt 720 die Woche. Eins geht noch. Die müssten natürlich noch irgendwo hier sein, ne? Irgendwas steht da mit Prozenten in diesem Symbol, glaubt drinne. Kann ich das hier besser sehen? Steuern sind zu hoch, alles klar. Das ist das Prozent, alles klar. Steuern sind zu hoch, kommen aber auch gerade hoch wieder. So, jetzt nochmal ein Krematorium. Ne, geht noch nicht. 25.000 brauchen wir da. Stromausfall haben wir auch gerade, wie wir sehen. Das ist auch nicht gut. So, jetzt können wir das gerade noch setzen. Das wollte ich auch noch machen. Ist hier irgendwo zwischendrin noch eine Freifläche. Und da wäre ein Friedhof. Hier hinten. Da will er aber gerade nicht. Komm, setzen wir es da erstmal hin und fertig. So, jetzt müssen wir uns um die anderen Sachen kümmern. Also Steuern zu hoch, da müsst ihr jetzt gerade mit leben, aber der Strom, das ist ein Problem. Gesundheit, machen wir weg. Ja, mach jetzt einfach hier erstmal das Budgetfenster auf und den Strom müssen wir definitiv hochsetzen. Na. Gucken, ob das passt. Ah, da sieht es so aus, die ploppen alle weg, dass das reicht.
Was wir jetzt definitiv machen sollten, ist vielleicht mal ein paar alte Gebäude abreißen, damit das Wohnumfeld schicker ist, dass die Leute bleiben. Jetzt habe ich wahrscheinlich zwei erwischt, aber ist halt so. Okay, das ist da. Was ist das für ein Zeichen? Kenne ich auch noch nicht. Gebäude nicht in Besiedlung, Gewerbegebiet im Normalbetrieb. In dicht besiedelten geringer Bodenrichtwert. Okay, das ist jetzt halt so. Ne, da waren wir falsch. Wir wollten noch weiter abreißen. So, hier sieht schon ganz nett aus, oder? Ich glaube, ist alles weg. Gehen wir hier rüber. So. Ach, einer war dazwischen. Pech gehabt. Die nächsten werden dann gehen, das sind die Steuern, weil die sind schon rot jetzt. Okay, da müssen wir doch nochmal an den Steuerschrauben was ändern. Die sind nicht happy. 12, 12, 12, 12. Okay, jetzt poppt's weg. Bei 12 sind sie zufrieden. Dann wollen wir hoffen, dass das so geht. So. Jetzt regnet es gerade. Gut. Bisschen ausmisten hier. Das kostet uns ja kein Geld, ne? Das Abreißen, glaube ich. Hier ist nichts, doch da. So, dann bin ich auch zufriedener dadurch. Und können schneller auch neu bauen, ne? Zuwachs ist da, allerdings haben wir hier jetzt Malus. Aber das, wenn der Zuwachs passt, dann müsste das auch wieder klappen auf gleich. So, hier waren wir vorhin, dann gucken wir hier nochmal rüber. Da ist ein abgebranntes. Das will. Ach so, daneben, okay. Da fehlt es an Strom. Aber ich glaube, da fehlt es. Doch, jetzt ist hier zu viel. Das Budget ist das Problem. Oh, jetzt geht es hier wieder Bach runter. Gut. Ja, ohne Strom ist das sehr schlecht. Verlaufen uns gleich die nächsten dann weg. 4000 minus. Stromprobleme sind ganz schlecht, wie man sieht. Budget, zack, zack. Strom hochschrauben. So, das sollte jetzt weggehen. Tut's auch. Das ist ganz schlecht gewesen. Es geht noch nicht mal alles weg. Kann das sein, dass wir da ein anderes Problem haben, dass die Verbindung durch fehlende Gebäude weg sind? Das müssen wir auch noch berücksichtigen. Hier so, solche Sachen. Und wir können gerade nichts bauen dafür. Auch schlecht. Da gibt es jetzt gerade eine Verbindung. Aber hier gibt es keine, weil das da auch zu Ende ist. Aber ich kann es mir gerade nicht leisten, diese Verbindung wiederherzustellen. Das ist schlecht.
Das ist das Viertel, was da jetzt gerade ohne Strom ist. Jetzt war es gerade wieder gut, weil vielleicht Wind aufkommt und die Windkrafträder das decken. Das wäre wichtig, dass da einer hinbaut, ne? Und das geht gerade richtig runter. Hier fehlt es auch ein bisschen am Wasser. Das ist auch nicht gut. Puppen die weg oder nicht? Die Puppen weg. Wasser ist jetzt wieder gegeben. Strom ist hier noch vereinzelt. Ein Problem. Hier müsste ganz schnell wieder ein Haus hin. Aber wir können es finanziell gerade nicht stemmen. Es kommen aber auch 4000 gerade wieder dazu. So ist nicht. Lager entspannt sich gerade ein bisschen. Wir räumen weiter auf, solange. Ah, hier ist es noch. Da müssen wir jetzt gucken. Dahinter ist es. Jetzt habe ich ein richtiges auch erwischt. Und die Ansicht ist sogar super, hier das umzumachen, weil die abzureißen sind auch grau. Ja, hier werden definitiv noch mehr kaputt gehen, weil der Strom ja fehlt. Ich glaube, da brauchen wir da gar nicht dran weiterarbeiten gerade. Lass uns hier machen, wo Leute wohnen. Geht denn hier hinten was besser zu machen? Wo? Aber hier sind schon alle weggeräumt. Es ist noch ein Zuwachs da. Aus dem Grund ist hier unten auch die Zahl am Sinken, aber immer noch viel zu groß. Hier läuft das jetzt. Da werden ja auch ein paar glücklicher dadurch. Sind aber gerade wieder 2200, die gerade unsere Stadt verlassen. Miese. Haben nur noch 64.000 in unserem Städtchen. Was ist das für ein Symbol da? Keine Arbeiter oder was? Fehlt es in der Arbeiter in einer bestimmten Klasse da? Machen wir gerade das aus, ich will es gerade wissen. Ne, jetzt hat man aus. Kann ich den? Nein, jetzt habe ich den Strommast noch an, deswegen kann ich das nicht gucken. Und nicht genügend gebildete Arbeiter. Okay, das ist klar. Wir machen aber wieder den Strom an und dann den Bagger raus. Weil das lohnt sich, das so zu machen.
So, 139, jetzt sind wir gerade bei 0, genau. Und jetzt kriegen wir auch, wenn wir da das ein bisschen abreißen, auch mal positive Effekte rein. So, da sind zwei Friedhöfe, da können wir auch was dran tun. Mach das mal einmal aus. Den Räumung beendet, den können wir also wieder voll machen und da müssen wir es umgekehrt, der muss geräumt werden. Machen wir jetzt auch gerade noch, das müssen wir später mal dann genau einpendeln, wie der MAZ das sagte. Das an, den an. Es kommen noch Leute zurzeit wieder. Das ist wichtig. Ja, hier ist immer noch kein Strom und ich habe kein Geld, das zu kaufen, ne? Und hier muss ein Gebäude hin. Da ist zwar eine Verbindung, das reicht aber nicht. Und hier geht es nicht rüber. Oh, das Krematorium hat man da schon hingesetzt. Da unten ist noch ein Häuslein versteckt. Die werden auch noch weniger werden, da kommen wir nicht drum rum erstmal. Kredit kann ich nicht mehr aufnehmen. Könnte jetzt künstlich einmal das nochmal richtig mit den Steuern hochsetzen, damit ich Geld reinkriege. Muss aber 223.000 schon hinkriegen, ne? Was wir kurzfristig einmal machen könnten, was vielleicht Sinn macht, das ist das hier runterschrauben und das hier runterschrauben. Das ist zwar jetzt nicht die ideale Sache, aber der einzigste Weg vielleicht. Aber das tut sich da jetzt auch nicht gerade viel, ne? Wir haben 27.000, wenn ich kurzfristig das mal so mache. Die größte Summe wäre hier auf den Zügen. Die Anzahl verfügbaren. Ah, okay, das Budget. Da werden die nicht schlechter, sondern nur die Menge der Busse auf der Linie werden verringert. So sieht's aus. Dann hier noch was. Der Rest ist so. Na, das geht hier vielleicht auch noch. Gut, 13.000 nur noch schlecht. Okay, die werden wieder unzufrieden, ist auch klar. Schmeckt ja. So, da hinten ist nur einer oder auch zwei. Hier sieht es eigentlich relativ gut aus, ne? Die müssen eigentlich hier gut zufrieden sein in dem Sinne. Hier läuft alles. Das ist doch auch kaputt, oder? Da habe ich gerade glaube ich einen falschen erwischt, aber ist jetzt nicht schlimm. So, der blinkt noch nicht, aber den lasse ich jetzt auch mal. Vielleicht kommt da ja bald einer wieder, ne? Da brennt es gerade aktuell. Ne, das ist da außen. Okay, hier wird auch noch was sein. So, hier noch was.
Wie sieht's mit unseren Zahlen aus? Sie gehen ins Plus. Dauert aber, bis wir das wieder abgebaut haben, ne? Können leider nichts investieren. Feuertechnisch ist natürlich unterversorgt jetzt. Das müssen wir bald wieder hochschrauben. Die Feuerwehr eher wie die Polizei. Das wird gebaut, das so ist das, okay. Deswegen sind die grau, die sind noch nicht so weit. Da haben wir vorhin mal irgendwo einen Neubau abgerissen dann. Der war wahrscheinlich dem Bauplan nicht entsprechend gebaut worden, deswegen musste ich das abreißen. So, das passiert hier alles jetzt. Okay, das war selber abgerissen, glaube. Hier sieht es ganz gut aus jetzt. Wie viel sind wir soweit? Ja, hier hinten sind wir jetzt mit 9.000, 10.000 im Plus. Das ist ja nicht verkehrt. Strom ist gut. Jetzt muss es sich noch stabilisieren wieder. Da sollte ich ja eine Stunde laufen lassen, hat der MAZ gesagt. Ja, hier ist gefährlich, ne, dass da gleich der Strom wegbleibt. Schade, das war das Falsche, was da blinkte. Kann ich alles haben, ne? So. Mit dem Abreißen sind wir ja ziemlich beschäftigt, aber es wird jetzt gerade auch besser, meine ich. 26.000, das ist schon eine Summe, die. Da geht's voran, ne? So. Da machen wir nachher in der nächsten Folge weiter. So viel ist es nicht. Müssen wir aber nochmal durchforsten, vielleicht. Es wäre schön, wenn wir hier. Ah, warte mal, hier ist wieder Strom angekommen. Da ist es aber nicht rüber. Oder? Ist da noch gar... Ne, die sind alle weggezogen, deswegen ist das nicht mehr rot. Okay, das ist dann noch, dass das noch kaputt gehen wird, aber das ist halt so. Irgendwann haben wir das Geld, dass wir dann auch hier den Stromverbindung da, hier, da ist sie, verlängern können. Und dann sollte das besser werden. Vielleicht bauen wir nochmal hier eine Brücke rüber oder sowas, dass wir auf jeden Fall mehr abgesichert sind. Das ist ja so wie in den 70ern, da hattest du alle drei Tage normalen Stromausfall. Das Netz muss besser werden, das ist klar. Okay, aber für den Moment soll es erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.